Herr Professor Krüger, wir haben jetzt viele Wochen Lockdown hinter uns. Ihr Zwischenfazit, war es das wert? Ja, das ist natürlich immer eine Güterabwägung zwischen den Nutzen für die Gesundheit und dem Infektionsschutz auf der einen Seite und den ganzen, ja, was man Kollateralschäden nennt, nicht wirtschaftlich, sozial, kulturell, gesamtgesellschaftlich. Und ich glaube, darüber wird man erst später befinden können, ob's das wert war, wenn man etwas Abstand gewinnt oder, wie ich immer noch hoffe, wenn jetzt die Saison der respiratorischen Infektionen zu Ende geht. Die Grippewelle ist ja gerade abgeklungen und die Grippesaison ist quasi offiziell beendet. Und meine Hoffnung ist natürlich auch, dass ein anderes respiratorisches Virus, was auch umhüllt ist wie das Grippevirus, nämlich das Coronavirus, dann auch in der Verteilung, in der Übertragung abebbt. Das wäre natürlich großartig. Aber es reagiert da doch ein bisschen anders als Grippe, oder? Ich weiß nicht, wo es überall anders reagiert. Es wird ja immer gesagt, man solle es beides nicht vergleichen. Nach wie vor muss man trotzdem sagen, wir haben mehr Todesfälle an Pneumonien durch Grippe pro Saison als bisher durch Corona. Nämlich Corona haben wir erst 4,5. Aber dennoch ist es eben doch in vieler Hinsicht vergleichbar. Es ist in der Übertragung vergleichbar. Es sind ähnliche Risikogruppen, wobei bei der Grippe eigentlich noch die Kinder und die Schwangeren mehr dazu gehören als bei Corona. Aber die Alten und die Vorgeschädigten sind natürlich in beiden Fällen eine Risikogruppe. Kommen wir noch mal ganz kurz zu dem Lockdown zurück. Ist ja ein ganzer Maßnahmenkatalog. Ich habe gehört zum Beispiel, dass das Verbot von Großveranstaltungen und die Schulschließungen viel gebracht hätten. Ich weiß nicht, also welche Verbote halten Sie für sinnvoll? Wir leben ja mit respiratorischen Infektionen unser ganzes Leben lang schon. Wir wissen doch jeder, wie man sich schützt, nicht annießen, dieselbe schlechte Luft mit einem Infizierten teilen in einem nicht belüfteten Raum. All diese Dinge, die eigentlich jedem in Fleisch und Blut übergegangen sind. Insofern ist klar, schlecht belüftete Räume, wo viele Menschen drin sind, erhöhen natürlich das Infektionsrisiko. Und insofern ist es meines Erachtens richtig, Großveranstaltungen nicht durchzuführen. Das finde ich schon gut. Andere Dinge, finde ich, sind Aktionismus, zum Beispiel das jetzt gerade ja plötzlich von der Politik entdeckte Tragen von Mund-Nasenschutz, wo eigentlich klar ist, dass man sich nicht dadurch schützen kann, weil man ja weiter die Umgebungsluft ungefiltert atmet. Sondern es lediglich einen gewissen Effekt gibt, wenn jemand infiziert ist und Virusausscheider ist, dass dann die Vernebelung des Aerosols, wenn er quasi niest oder hustet, dass das geringer ist im Raum. Das ist bewiesen, aber die Idee, dass man sich damit schützen könnte, wenn man selbst nicht infiziert ist, ist nicht richtig. Die inzwischen ja durch andere Umstände etwas umstrittene, gerade noch laufende Heinsberg-Studie, da ist der Professor Streeck zu der Erkenntnis gekommen, dass Oberflächen auch in Supermärkten und auch in Wohnungen gar nicht so der Virenüberträger ist. Wie sehen Sie das? Also bei respiratorischen Infektionen muss man natürlich das Virus einatmen. Es gibt auch jetzt vielleicht nicht am Corona, aber vorher schon, da wir ja immer mit respiratorischen Viren leben schon. Es gibt natürlich Überlegungen, dass man auch sich also die kontaminierte Hand, dass man, wenn man die in den Mund steckt und sich hier im Mund kreuzen sich ja bei uns Speisebrei und Atemluft gewissermaßen, dass es auch dadurch quasi zu einer Infektion über den Respirationstrakt kommen könnte. Ich denke, auf jeden Fall ist das nicht der Hauptweg und ein Nebenweg, wenn das überhaupt auch, wenn man nicht direkt einatmen. Also der eigentliche Weg ist wirklich das Einatmen, dass man dieselbe Luft in einem schlecht belüfteten Raum, dass die eben durch viele Lungen geht quasi, ne? Und auf diese Weise die Infektion weitergegeben wird von Mensch zu Mensch. Es kursieren ja unzählige Theorien, sowohl zur Art des Virus als auch dessen Bekämpfung eben. Und da gibt es ja die Klassiker Flatten the Curve, wie man sagt, oder versus Herdenimmunität. Was favorisieren Sie? Naja, also die Herdenimmunität ist ja doch, wenn man es weiter so drastisch einschränkt, die Weitergabe des Virus natürlich gar nicht zu erreichen. Wenn ich quasi nicht eine Ausbreitung in einer großen Bevölkerungsgruppe zulasse und die dann Antikörper bilden oder eine Immunität ausbilden,
kann ich natürlich auch keine Herdenimmunität erreichen. Also im Prinzip geht es wirklich nur um die Glättung der Kurve und es geht eigentlich bei mir persönlich auch um die Hoffnung, dass mit der Saison diese Verbreitung des respiratorischen Virus geringer wird. Also die ganz schlimmen Meldungen, dass das Ganze noch viele Jahre uns beschäftigen wird, sind dann übertrieben, oder? Naja, alle Viren beschäftigen uns ein Leben lang. Ich meine, vieles wird jetzt plötzlich so dargestellt, als wüssten wir nicht, was Viren sind und würden uns nicht bedrohen. Wir haben mit vielen Viren Erfahrung und natürlich wird das, oder wahrscheinlich wird das Virus nicht mehr aus unserer Umwelt verschwinden, aber es gibt viele andere humanpathogene Viren, die mit denen wir zu leben gelernt haben. Und ist dieses hier nicht gefährlicher als die anderen? Ich habe bisher die höhere Gefährlichkeit gegenüber solchen Killerviren wie zum Beispiel Ebola nicht gesehen. Und ich habe auch bisher noch nicht gesehen, dass es, um wieder den Vergleich zu bemühen, gefährlicher wäre als das Grippevirus. Aber hoffen wir es ab im Sommer, aber dann könnte eine zweite Welle tödlicher werden? Ja, wir haben ja, im Prinzip haben wir natürlich diese vielen Wellen mit dem Grippevirus, weil das Virus sich neu sortiert mit seinem Erbmaterial, weil es das Genom besteht aus verschiedenen Segmenten und wenn eine Mischinfektion einer Zelle mit verschiedenen Grippeviren, es können also neue Varianten entstehen. Das ist beim Coronavirus nicht der Fall. Es ist aber ein sogenanntes RNA-Virus, hat also ein Ribonukleinsäure als genetisches Material und das hat eine hohe, wie wir es nennen, Mutabilität. Also bei Fehlpaarung während der Vermehrung des Moleküls gibt es keine Reparaturen, sodass also das bei Coronaviren sich leicht das genetische Material verändern kann. Und das sehen wir ja auch, dass also solche Varianten wie SARS, MERS und jetzt dieses Coronavirus entstehen, spricht ja für die genetische Vielfalt und Veränderung des Virus. Und könnte so eine Mutation dann gefährlicher werden oder sein? Ja, immer. Alle Mutationen können dazu führen, dass das Virus also einen höheren Krankheitswert hat. Aber sie können natürlich auch das Virus abschwächen. Also das ist in beiden Fällen können Mutationen natürlich wirken. Und dann fängt man wieder von vorne an, quasi, wenn so eine Mutation auftaucht? Nein, man fängt nicht von vorne an. Wenn die Mutation auftaucht, ist sie meistens stumm. Das heißt, wir merken es gar nicht an den Eigenschaften des Virus. Und das ist im Prinzip auch die Diagnostik ist ja, wenn das ein sehr ähnliches Virus ist, die gleiche. Auch die Therapie und die Vakzinierung wäre wahrscheinlich die gleiche, wenn das also keine riesige genetischen Veränderungen sind. Und dass Viren sich permanent genetisch ändern, das ist einfach so. Das ist, sie sind Erbmaterial und sie unterliegen einer ständigen Evolution. Wo wir gerade bei Mutation sind und Genom und Evolution, wenn Sie sich das Genom anschauen, sieht das eher nach einer künstlichen Modifikation aus, wie manche behaupten, also das berühmte Biolabor in Wuhan, oder doch eher eine natürliche Mutation? Also diese ganzen Gerüchte, dass irgendjemand künstlich ein böses Virus erzeugt, das ist ja sowas, gab es ja schon immer in der Geschichte, also auch HIV. Als das HIV aufkam in 80er Jahren, wurde behauptet, es sei in irgendwelchen finsteren Laboren hergestellt worden. Ich glaube solche Verschwörungstheorien überhaupt nicht. Ich glaube, dass einfach die Übertragung von Viren von Tier auf Mensch eine ganz wichtige Rolle spielt. Das enge Zusammenleben von Menschen für die Ausbreitung eine wichtige Rolle spielt. Und auch die schnelle genetische Veränderbarkeit von Viren eine Rolle spielt. Dazu brauche ich also keine bösen Labore, sondern ich kann die Entstehung von zum Beispiel von diesem neuen Coronavirus eigentlich sehr leicht und auch die Ausbreitung leicht erklären. Also ich bin nicht da der Meinung, dass, und da haben auch die führenden Corona-Forscher der Erde ja schon vor Wochen ein Statement abgegeben, dass sie das nicht glauben. Was ist mit berichteten Fällen von Wiederansteckung nach Genesung? Haben Sie davon gehört? Das wird immer wieder berichtet. Das halte ich persönlich nicht für völlig ausgeschlossen, weil im Prinzip nicht bekannt ist, wie lange eine Immunität anhält nach einer durchgemachten Infektion. Ich persönlich glaube, dass Menschen, die leicht erkranken oder gar nicht wissen, dass sie, also gar keine Symptome zeigen, und das sind ja offensichtlich sehr viele, dass da möglicherweise das Virus im oberen Respirationstrakt verbleibt
also ähnlich wie ein Schnupfenvirus, und dadurch gar keine langanhaltende generalisierte Immunität hervorruft. Dann wäre natürlich zu verstehen, warum Menschen mehrfach erkranken können, beziehungsweise also auch nach einer durchgemachten Infektion erneut infiziert werden können. Das halte ich nicht für ausgeschlossen. Man müsste es also wirklich erst auf die harte Tour durchmachen mit Lungenentzündung? Wenn ich so recht habe, ja. Ja. Aha, okay. Ich denke, dass jemand, der massiv sich auseinandersetzt hat mit dem Virus, dann auch natürlich manifester immun ist. Ja. Das glaube ich schon. Es sei denn, er ist immunsupprimiert. Also das gibt natürlich wieder eine andere, eine Risikogruppe sind natürlich die Immunsupprimierten, die schwer erkranken oder auch sterben. Die werden natürlich auch keine Immunität auslösen. Ja. Ja. Versprechen Sie sich auch so viel von den Antikörpertests? Also ich glaube, die Antikörpertests sind ganz wichtig, ja. Dass man sieht, also epidemiologisch, wie viel Prozent der Bevölkerung sind schon durchseucht. Und das Zweite ist, dass man sieht, natürlich, wer ist immun. Wir haben ja natürlich in unserer Umwelt immer schon Coronaviren gehabt. Und man sagt also, dass ein Anteil der respiratorischen Infektionen in jedem Jahr, so etwa 15% sind Corona-Infektionen. Das heißt, wir haben auch dagegen Antikörper. Wir müssen also, die Antikörpertests müssen also genau unterscheiden können zwischen dem jetzt neuen Coronavirus und denen, die sowieso zirkulieren und wo wir eine Immunantwort gegen bilden. Das ist also eine ganz wichtige Frage, dass der Antikörpertest wirklich nur spezifisch ist für das neue Virus. Sonst bringt er uns gar nichts. Und das Zweite ist das Problem, nicht jeder Antikörper, der gegen ein Virus gerichtet ist, kann das Virus neutralisieren. Das heißt, seine Infektiosität gegenüber der Zelle vermindern oder aufheben. Das sind also nur eine bestimmte Kategorie der Antikörper, die sogenannten neutralisierenden Antikörper. Und auch nur, das heißt, wir müssen, es nutzt nichts, Formate, also technische Formate von Antikörpertests zu haben, wo man überhaupt Antikörper nachweist, sondern man muss schauen, können die auch die sogenannten protektiven, also neutralisierenden Antikörper erfassen. Das muss, also beides muss ein guter Test können. Sonst ist er sinnlos. Einfach nur zu testen und auf alle möglichen Coronaviren oder zu sagen, jeder, der Antikörper positiv ist, ist auch in Zukunft geschützt. So einfach ist es nicht. Aber da gibt es, um auch mal Reklame zu machen für meinen Amtsnachfolger, da gibt es zum Beispiel jetzt eine sehr schöne Arbeit, die demnächst publiziert werden wird, die schon elektronisch vorhanden ist, wo wirklich solche spezifischen Tests entwickelt worden sind, die sowohl nicht kreuzreagieren, wie wir es nennen, mit anderen Coronaviren, als auch wirklich zeigen, das sind schützende Antikörper. Und solche Tests machen dann in meinen Augen großen Sinn. Sie haben ihn gerade schon erwähnt, Ihren Nachfolger, Herrn Professor Drosten. Es ist ja wirklich beeindruckend. Also bis vor 2 Monaten kannte wohl kaum ein Bürger einen Virologen beim Namen. Jetzt mindestens 2. Das schmeichelt sich ja Ihrem Berufsstand. Aber ist es nicht auch irgendwie atemberaubend, wie Virologen plötzlich quasi fast zu Entscheidungsträgern und zu höchsten Einflüsterern der Macht werden? Also einmal muss ich, wenn Sie mich schon persönlich nach Herrn Drosten fragen, sagen, dass kaum jemand national und auch nicht international ein solches wissenschaftliche Kreativität hat und auch wirklich sachkundig ist zu den Coronaviren. Das ist ja, es gibt ja viele Leute, die darüber reden und nicht viel von verstehen. Also Herr Drosten versteht, wovon er redet. Das Zweite ist natürlich, dass ich persönlich denke, dass hier so viele Faktoren gesamtgesellschaftlich, psychologisch, infektionsmedizinisch eine Rolle spielen, dass man natürlich Entscheidungen auf einer breiteren Basis treffen muss, als nur alleine auf dem Rat von einzelnen Virologen. Das ist auch ganz klar.